Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Train Fever im USA DLC. So, wir machen immer noch miese. Unsere Linien, gerade die Linien, die so wenig oder gar nichts oder hier minus 500.000, das ist Mist, ist das Mist, 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 muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach nur Mist. Wir machen viel zu wenig Kohle gerade, um das auszugleichen. Und ich verstehe auch nicht, warum hier die Güter die ganze Zeit in die Stadt laufen. Wir haben extra eine Zuglinie dafür gebaut. Und der will nicht. Finde ich frech. Das finde ich richtig frech. Genauso wie, ich weiß gar nicht, wo war die andere, die wir gebaut hatten? Warte, die war da wie unten irgendwo, ne? Da, oder? Genau. Ne, da geht's aber eigentlich. Weil die bringen halt nur die noch hier rüber. Da könnten wir eigentlich noch ein zweites Gleis bauen, dass wir hier auch noch welche rüberbringen. Könnte man eigentlich noch machen, wenn wir mal genug Kohle kriegen würden. Das ist nämlich das Problem gerade. Wir kriegen definitiv zu wenig Kohle. Damit ich könnte theoretisch hier noch ein Gleis rüber bauen. Das könnte ich machen. Dass ich das dahin verlege in das andere. Die beiden und hier noch ein Gleis runterziehe zu der Stadt. Dass ich hier irgendwo dann den Bahnhof dran baue, irgendwo. Und fertig. Das könnte ich noch machen. Frage ist natürlich, ob das überhaupt Geld bringt, sowas. Ich könnte das auch mit LKWs machen, fällt mir gerade so ein. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Kohle wieder, langsam. Aber sicher. Das könnten wir auch mit LKWs machen. Pass mal auf, da machen wir auch. Ja. So. Dann machen wir hier noch einen Umschlagplatz rein. Irgendwo. Wäre geil, wenn ich nur ein Haus abreißen müsste. Mal Pause, bevor die da wieder bauen. Wie wir es ja kennen. So. Pass mal auf, dann machen wir nämlich so. Wir machen dann hier eine neue Linie hin. Von hier oben da unten hin. Das ist Linie 24. Der kostet 93.000, das ist eigentlich nichts. 2, 3 holen wir erstmal. Dann machen wir Linie 24 und los. So, eigentlich sollte der die gleich auch benutzen, dann. Ja, macht er schon. Sehr gut. Ist jetzt natürlich nichts, was die erstmal mitbringen, aber die sind relativ schnell, wie man sieht. Die Fords. Das heißt, hier geht gar nichts mehr zu Fuß durch. Hier wird alles jetzt mit LKWs und Zug gebracht. Das ist gut. Jo. Da ist alles sowieso mit LKWs. Ich bin gerade überlegen, hier sehe ich gerade, hier sind 16 wartend. Da kommt gerade einer, der neun abholt. Da kommt der nächste. Ja, doch, das geht. Das geht schon. Das kriegen die hin. Die LKW-Dichs. Ich glaube, das kriegen die überhaupt hin, so wie es aussieht. Das sieht gut aus. Mit den LKWs. Sehr schön. Ich verstehe einfach nicht hier mit den Gütern, das kapiere ich nicht, kriege ich nicht im Kopf. Warum? Wir machen jetzt, hoffe ich, plus 14.000 gerade. Ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Da läuft doch noch was durch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Wir haben 13 wartend. Da die LKWs kommen gerade wieder. Oder läuft der noch woanders hin? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Noch weiter kann ich mir nicht. Oder das ist noch einer. Oder sind noch welche, die vorhin durchgegangen sind. Weil wir haben jetzt 14. Da kommt der erste LKW zurück. 15. 16. So, der packt ein. Ist voll.
Der zweite ist nicht ganz voll. Oder? Aber der dritte, der ist wahrscheinlich jetzt nicht... Der wird wahrscheinlich leer fahren, aber das ist egal. Ist nicht so schlimm. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall wieder Plus. Da ist schon mal was wert. Wir müssen noch zwei Fahrzeuge müssen wir noch aufwerten. Zwei Züge. Die oben nämlich. Hier sieht es wieder gut aus. Das schafft er gar nicht. Hammer. Da warten immer noch an der Linie. Bestimmt in eine andere Richtung. Oder ist der voll? Nee. Nee, nee. Ist andere Richtung. Das ist okay. Die andere Zuglinie, das war ja... Was ist denn hier los überhaupt? Achso, hier fährt ja gerade keiner mehr. Stimmt. Den habe ich ja hier verkauft. Weil mir da einfach zu teuer ist. Das können wir eigentlich auch mit LKWs regeln. LKWs sind billiger als so eine kurze Zugstrecke. Muss ich leider sagen. Verdammt. Ich muss den da hinbauen. Oder Pause. Die Kohle haben wir, das ist gut. Dann baue sie da hin. Nein. Das. So. Dann machen wir wieder eine Linie. Bis nach da. Das ist Linie 25. Und da kaufen wir wieder drei Stück. 1, 2, 3. Und die fahren auf Linie 25. Und Gebiet. Weil mit LKW ist das billiger. Die kurze Strecke, die können wir mit LKWs machen. Die sind schneller. Definitiv. Die sind definitiv schneller unterwegs, die Jungs. Na, guck mal, Linie 24 macht jetzt schon Plus. Linie 25 wird auch noch Plus machen dann. Das passt. Die LKWs, die machen soweit, ja, bis auf 14 ist jetzt nicht so geil. 17 ist jetzt auch nicht so toll. Ja. Linie 1 jetzt auch nicht. Linie 1 war noch nie gut. Aber was soll's. So, jetzt packen wir nämlich hier schön die Dinger voll. Und wir haben einen neuen Zug. Pioneers C4. Mit Waggons, so wie es aussieht. Ist das ein Zug? Oder ist das eine Tram? Das ist eine Tram, glaube ich. Ne, ist ein Zug. Pioneer C4, das ist ein Hochgeschwindigkeitszug. Einer der ersten Hochgeschwindigkeitszüge. 177 km/h. Ja. Definitiv sogar. Aber 177 km/h, das... Ja. Das musst du erstmal machen. Weil... Ja doch, 150 km/h kann der eine sogar. Ach, das ist direkt ein Passagierzug, okay. Ah. Aus permanent gekuppelten Wagen. Ah, okay. Das ist direkt ein Passagierzug. Aber 177 km/h, so eine Strecken haben wir gar nicht. Jetzt können wir auch Hochgeschwindigkeitsgleise bauen, sehe ich gerade, ja? Jetzt könnten wir welche bauen. Kann man die eigentlich so aus... Ne. Ich habe gedacht, man kann die vielleicht... Kann man die eigentlich ausbessern irgendwie? Weiß man's? Hau mal ab. Entschuldigung. Kann man die eigentlich irgendwie ausbessern? Oder muss man die tatsächlich abreißen und neu bauen? Das ist natürlich doof. Das wäre natürlich... Zug Nummer 7? Was ist denn Zug Nummer 7? Der hier? Sicher? 6 Jahre, nein, kann ich. Zug 1, Zug 2. Welcher hat denn dann, welcher hat denn die Dingens erreicht? Der? Der ist ja sowieso umgebaut. Der kann doch nicht sein.
Das kann eigentlich keiner von denen sein. 30 Jahre. Ach, der ist Azubi Nummer 7. Der ist echt schon drüber. Linie 13. Ist das nicht die Linie hier? Ja, ne? Der ist schon drüber. Krass. Aber leider kann ich hier nicht. Kann ich nicht. Muss ich den ganzen Scheiß da neu bauen? Das ist aber schon Arsch. Warum kann ich das denn nicht einfach neu bauen? Ja, genau das. Halt. Das ist ja frech. Da muss ich den ganz, da müsste ich die ganze Scheißlinie neu bauen, was wie teuer die ist. Das ist ja der Shit. Da kann ich jetzt mal ein paar Millionen sparen. Definitiv sogar. Vor allem, ich habe gar keine Oberleitung, um einen anderen Zug zu kaufen. Jetzt gerade, oder? Warte mal, der andere Zug. Was ist denn mit dem 160? Oh, ein Hochgeschwindigkeitszug. Verarschen? Hammer. Ist ja der Shit. Vor allem der kostet wieder 937.000, das ist mir viel zu viel. Da will ich lieber den bauen, aber da brauche ich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der kann 52 Passagiere, aber der ist auch 177 km/h schnell. Was ist denn, wenn ich. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat hier. Wo fährt er überhaupt lang? Weil. Warte mal. Hä? Der. Habe ich vier Dinger verbunden? Gehabt? Bin ich sicher? Warte mal. Ach nee. Ach, das ist das andere Gleis. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wo ist denn der Zug gerade? Der kommt gerade da vorne. Was ist denn, wenn ich die Strecke jetzt abreiße hier? Einfach sag, hör mal, ich will jetzt eine Dingensstrecke. Geht, oder? Saugeil. So. Geil. So. Machen wir das hier auch? Da auch. So, und da kommt jetzt dasselbe. Von da. So. So. Dann haben wir hier schon den Dingens. Der Zug kommt nämlich gerade erst. So. Der fährt weiter, das ist gut. Das heißt, wir können gleich die ausbessern hier. Würde ich sagen. Dann machen wir halt so. So geht das eigentlich auch. So kann man es machen. Theoretisch. Frage ist, kann man eigentlich jetzt einen anderen Bahnhof noch bauen? Nee, ne? Ne. Das ist egal, lustigerweise. Na gut. Dann sei halt so. Der hier darf ja nur 92 fahren, aber der ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, hier muss der Tunnel weg. Leider. Aber wir haben ja eigentlich einen Tunnel. Ich hoffe, der benutzt den auch. Ich glaube, der benutzt den sogar. Oder? Ne, hat er nicht benutzt. Das ist manchmal so. Ich weiß auch nicht, warum der nicht denselben Tunnel benutzt. Das ist eigentlich dieselbe Strecke gewesen. Manchmal ein bisschen doof. Aber gut, dann ist das so.
So, wir ziehen jetzt direkt hier durch. Den bis da. Das Gleis, zack, verbunden, Ende. Und da. Was? Wenn man das ging vorher, ne? Das stand da vorher auch. Warte gerade. Ah, oh, das ist mir wieder zu blöd, ne? Okay, dann machen wir den weg. So, dann nochmal. So. Oh. Ups. Daneben sollte man das nicht machen. Was? Wie Kollision. Was Krümmung? Was für eine Krümmung? Boah. Nerv. Was denn für eine Krümmung, Junge? Geht doch. So. Noch was zu sagen hier. So. Danke. Ich bin dir sehr verbunden, dass du das gemacht hast. Mein Freund. Nein, du kannst da bleiben. Aber ihr, Freunde der Sonne. Was ist Krümmung zu... Was denn für eine Krümmung, Junge? Warte, mach es so. Sonst kriegen sie mich gleich wieder hier. Boah, der kriegt gleich Krümmung, ne? Ey, willst du mich verarschen jetzt? Junge. Danke. Geht doch. Mein Gott. So, jetzt können wir wieder starten hier. So. Und ich würde fast sagen, wir nehmen uns mal den jetzt zu... Ne, wir haben zu wenig Kohle. Ich weiß gar nicht, was hat der gekostet? Der war das, ne? Der soll ersetzt werden mit dem, ich würde sagen, mit dem C4. Der kann 52 Passagiere nehmen, der kostet aber 1,554 Millionen. Aber der kann nur 52 Passagiere nehmen, das ist mir ein bisschen wenig. Nee, hau ab. 1,54 Millionen. Der kann aber leider keinen Waggon dran nehmen, ne? Schade. Aber ist egal, das ist ein Hochgeschwindigkeitszug. Warten wir mal kurz, bis wir 1,54 Millionen haben. Da haben wir schon. So, dann wird der gleich ersetzt. Sehr geil. Achso, den ganzen Schrott kann man wieder ausmachen hier, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Weil die sind ja jetzt ersetzt. So, weg mit dir. Weg mit dir. Du bist noch nicht, oder? Du bist schon ersetzt. Ja, dann können wir dich auch. Und da haben wir den neuen. Jawohl. Nein. 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 Alles, was schon ersetzt ist, brauche ich nicht mehr ersetzen. Denke ich mir mal. Wäre auch ein bisschen doof. Wenn ich das mache, was jetzt? Dann kommt wieder was. Oh yeah! Und ein Strom. Eine Stromlokomotive auf jeden Fall. Definitiv. Sieht auf jeden Fall so aus. So. 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 Der ist schon ersetzt. So, jetzt haben wir eigentlich gar keinen mehr. Nur noch den hier. Den können wir auch jetzt ausmachen. Der ist auch neu. So, wo ist der denn? Jetzt will ich ihn mal sehen. Der ist schnell. Der ist schnell, ja. Das ist doch ein Leckerchen, oder? Hochgeschwindigkeitszug. Und der kostet gar nicht viel. Krasse Scheiße eigentlich, ey. Warum ist er auf dem Gleis? Fällt mir gerade mal so auf. Ich habe den falschen Gleis gelegt. Nein! Ich muss da Gleis ändern. Da gibt er Gas. Gucken wir uns mal an. Ich muss die Gleis hier noch rüberziehen. Das falsche Gleis. 69, 70.
80. Ja, der braucht ganz schön lange, bis er hochgefahren ist. Aber ist egal. Guck mal, wie schnell er ist. Im Endeffekt. Ist aber noch sogar mit... Oh, 100. Wow. 103. 106. Jawohl! Der geht ab. Das ist gut. Das gefällt mir. Das Ding gefällt mir. So, machen wir jetzt nochmal, weil ich habe die falsche Gleise benutzt. Entschuldigung. Dann halt so. So, jetzt haben wir die richtige Gleise. Warum fährt er jetzt wieder zurück? Ist der doof? Was machst du denn? Oh, fährst halt wieder zurück. Auch schön. Vielleicht, weil ich die Strecke gerade abgerissen hatte. Aber egal. Leckerchen auf jeden Fall. Und, boah, die Folge ist schon wieder vorbei. Mein Gott. Jetzt machen wir auf jeden Fall wieder Plus. Oder wir gucken mal ein bisschen zu. Aber ich glaube, wir machen jetzt wieder Plus. Ich hoffe. Schauen wir einfach mal. Der sollte auf jeden Fall Plus machen hier. Der Jung. Zug Nummer 7. Linie 13 macht gerade natürlich Minus. Aber der ist ja gerade erst wieder in Betrieb im Prinzip. Schauen wir einfach mal. Der fährt jetzt nach Lincoln und dann sollte der eigentlich wieder zurückfahren nach Augusta. Eigentlich. Gucken wir mal. Passen wir mal. Achten wir mal drauf, weil die Strecke ist ja befahrbar. Der kam ja auch aus dem Depot wieder raus. Der Junge. Ja. War so ein bisschen komisch eigentlich. Im Bahnhof? Jawohl, im Bahnhof müssen die ja sowieso abbremsen. Kommt ja sowieso nichts drumherum. Aber der wird, denke ich mal, wieder Plus machen. Gehe ich mal stark von aus. Der hat ja immer Plus gemacht, der Zug. Ich war ganz... Wie kein Weg. Hä? Wie kein Weg. Hä? Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Boah, boing. Ah. Schon klar, ne? Jetzt habe ich keine Kohle. Ma. Scheiße. Ich bin manchmal echt ein Vollpfosten, ne? Das gibt's gar nicht. Vielleicht brauche ich den auch an die Linie dran. Dann geht's auch. Halt mal bitte an. Nee. Dreh mal bitte. Genau, und fahr nach Augusta. Danke. Herrgott. Ich bin auch manchmal ein Vollgesicht, ey. Wie kam der denn dann aus dem Depot? Ach, der ist da unten im Depot bestimmt gewesen. Stimmt. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt sollte der eigentlich... Mann, oh, ey. Die ganze Linie im Arsch gewesen. Gibt's ja gar nicht. Ja, der kommt gar nicht auf die Höchstgeschwindigkeit. Nicht mal ansatzweise. So, was ist das andere jetzt für ein Zug gewesen? Hier. Boah, 1,01 Millionen kostet der, ey. Boah. Mein Gott, der ist ja noch richtig billig, der C4. 560.000 kostet nur im Jahr. Im Gegensatz zu mir kostet 664.000. Aber der hat nur 609 PS. Deswegen dauert er so lange, bis er hochgefahren ist im Prinzip. Obwohl, der fährt jetzt schon über 100. Jetzt bremst er natürlich ab, weil jetzt ist er auch im Bahnhof. Passt eigentlich. Ich finde, das passt. So, jetzt machen wir gerade wieder... Ne, jetzt machen wir eine Miese. Was sagen denn unsere neuen Linien da unten? Plus. Sehr gut. Der muss halt wieder Plus einfahren. Das ist so. Aber das wird, denke ich mal, passieren. Kommt schon noch. Passt schon. So, jetzt. Wir haben jetzt schon eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Das ist jetzt zwar nicht die Welt, aber. Besser als nix. 240.000. Wir machen immer noch Minus, aber gut. Ich denke mal, wenn der wieder richtig im Trott ist, machen wir auch wieder Plus.
Ich mal stark mal aus. Der macht natürlich, der macht gar nicht mehr so viel Miese. 70.000 nur noch. Das ist ein Witz eigentlich. Das ist gar nichts. Weil die wird er gleich wieder reingeholt haben. Der hat zwar jetzt nur 7 Passagiere an Bord. Warum auch immer, wo der eine jetzt ausgestiegen ist, weiß ich nicht. Lustigerweise manchmal. Ich frage jetzt, habe ich noch irgendwo einen Zug stehen, der nicht fährt? Der ist mir echt ein Dorn im Auge, dein Zug hier. Das ist ja Shit. Sind minus 600.000. Der auch. Der macht auch so viel Miese, ey. Linie 7. Entschuldigung. Der macht so viel Miese, ey. Das gibt's gar nicht. So, und der sollte gleich schon im Plus kommen. Sind schon wieder welche abgesprungen unterwegs. Mein Gott. Ist ja nicht wahr. Ich verstehe nicht, warum wir so viel Miese machen gerade. Pass auf, wir machen den jetzt anders. Wir nehmen den jetzt raus. Weil der macht mir einfach zu viel Miese. Da habe ich keinen Bock drauf. Genauso wie der hier. Linie 7. Linie 7 ist der hier, ne? Ich weiß auch nicht, warum der so viel Miese macht wieder. Viel zu viel Miese macht der. Das können wir auch mit LKWs machen. Da machen wir auch mit LKWs. Das ist mir einfach zu viel Miese, was die machen. Das ist so. Die Kohlezüge und Erzzüge, die machen auch schon Miese. Hammer. Und die haben die ganze Zeit Plus gemacht. Was ist mit denen los? 41. Na ja gut, die müssen wir austauschen. Das ist so. Der macht auf jeden Fall jetzt Plus. Ja, der macht Plus. Ja gut, das gucken wir uns aber nächste Folge, denke ich mal, an. Und wie immer würde ich zu euch sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Train Fever im USA DLC. Tschüssingen.